Okay, hallo. Hallo zum meinem Vortrag Inkscape für Einsteiger. Kurz eine Folie über mich, die ich jedes Jahr verwende. Ich habe seinerzeit Telematik studiert und absolviert, habe damals auch bei der Firma Infonova, später Bearing Point und inzwischen Beyond Now zu arbeiten begonnen. Bin dort Softwareentwickler im Bereich Java Spring Framework und vielleicht ein bisschen Datenbank. Bin, wie gesagt, ein regelmäßiger Vortragender, seit es die Grazer Linux-Tage gibt. Spiele gerne mit Software, Netzwerk, Hardware, auf was ich halt gerade Lust habe. Und auch Gitarre in einer Hobby-Metal-Band. Und diesbezüglich habe ich gestern einen Workshop gemacht zum Thema Musikproduktion und ich werde versuchen, das jetzt jedes Jahr einzureichen. Mal schauen, was passiert. So, diesmal habe ich mich entschlossen, ich werde keine Theoriefolien machen und gleich mit der Live-Demo beginnen zur Abwechslung einmal. Und am Schluss aber vielleicht eine kurze Zusammenfassungsfolie, was es halt sonst noch so für Zeichenprogramme gibt, abseits von GIMP und Inkscape und Fragen und Antworten natürlich. So, dann fangen wir auch gleich an. Also, wie bin ich zu Inkscape gekommen? Es hat jetzt eben auch mit dieser Bandgeschichte von mir zu tun, weil ich halt an zwei Alben arbeite und ich mich irgendwann mal hingesetzt habe, okay, ich möchte gerne so ein Albumcover designen. Also, jetzt nichts Großartiges, war einfach nur ein Hintergrundbild und halt der Schriftzug vom Bandnamen, vom Albumnamen und dass es halt nach was ausschaut. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, man nimmt GIMP her, was wahrscheinlich jeder kennt von euch. Ich nehme jetzt absichtlich einmal eine kleinere Auflösung, sagen wir mal 256 mal 256. Das heißt, ich müsste mich eigentlich von Anfang an schon darauf festlegen, auf welche Auflösung ich fahren will. Dann, wo ist Text? Dann sagen wir mal Cold Whisper, das wäre jetzt unser Bandname, bleiben wir mal bei Cold, ist ja egal. Schriftart kann man sich natürlich spielen, nicht? Aber wenn ich das jetzt so übernehmen würde, wo war das? Flatten Image, ich finde das nie. Flatten Image, genau. Also angenommen, ich hätte jetzt, das wäre jetzt mein super Schriftzug, schaut jetzt bei der Auflösung einmal halbwegs gut auch immer aus, aber sobald ich jetzt reinzoomen würde, siehst du natürlich, es ist eine Pixelgrafik. Das heißt, es war nur zu Beginn ein Schriftzug, der dann aber auf eine bestimmte Auflösung halt hineingequetscht wird, auch mit Graustufeninterpolierung. Und das Problem bei der Geschichte ist jetzt, ich habe jetzt zwar vor, so ein ACD-Cover zu machen, aber was ist, wenn ich mich dann einmal entscheide, okay, vielleicht möchte ich so ein Poster ausdrucken lassen, das ein bisschen größer ist, vielleicht auch größer als das, oder ein ganzes Banner, das man dann irgendwo auf einer Bühne aufhängt oder so, dann würde es halt so aussehen am Ende nicht und das ist dann halt weniger cool. Und auch so Skalierungsdinger nachträglich oder Skalierungsfunktionen, die man nachträglich macht, das funktioniert halt nicht vernünftig. Also ich könnte jetzt zwar sagen, skaliere es mir auf 2048, also ungefähr der Faktor 10. Aber es wird ja deswegen nicht wirklich besser, weil, also wenn man jetzt gar nicht interpolieren würde, dann hat man immer noch diese Treppchen und mit Interpolation, egal ob jetzt linear, kubisch oder was da alles gibt, man hat halt einfach keine scharfen Kanten mehr und es wird jetzt in einem großen Druck halt trotzdem einfach immer noch blöd ausschauen. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, irgendwas Vektormäßiges muss her. Deswegen bin ich zu Inkscape gekommen. Ich mache es einmal auf. Ich muss gleich vorweg dazu sagen, ich habe da jetzt Ubuntu 20.04 oben und die Version von Inkscape, die da dabei ist, die stürzt ganz gerne einmal ab. Also ich hoffe oder ich vermute, es ist bei anderen Linux-Distributionen besser. Aber falls es einmal kurz wegzappt, ja, das Ding hat halt leider ein paar Bugs. Also im Prinzip schaut es auf den ersten Blick jetzt ähnlich aus wie GIMP. Also ich habe eine Zeichenfläche, wo man halt Quadrate, Kreise oder was auch immer hineinzeichnen kann.
Jetzt habe ich gesagt, also unabhängig vom Zeichenprogramm, okay, ich möchte gerne irgendein Hintergrundbild haben. Das kann man natürlich auch verbinden. Also Inkscape ist jetzt nicht nur ein reines Vektorzeichenprogramm. Ich kann auch PNG, JPEG-Bilder oder was auch immer hineinholen. Das mache ich einmal. Und zwar, also ich spiele jetzt einfach den Prozess durch, wie ich vom ersten Album halt das Cover gezeichnet habe. Dazu habe ich mich auf die Suche gegeben nach einem netten Hintergrundbild. Ich überspringe da mal alles. Ups, ich will da nicht drüber malen, ich möchte es nur ein bisschen verschieben. Habe halt auch den Autor von dem Bild, also es war jetzt ein Bild aus Pixabay, habe halt dort dem Autor noch einmal sicherheitshalber angeschrieben, ob ich es dann auch für solche Zwecke verwenden darf. Es war im Prinzip eh frei verwendbar und habe ihm auch eine kleine Spende hinterlassen als Dank, aber ja, ist kein Problem. Gut, also das Erste ist jetzt, okay, es ist jetzt mehr ein rechteckiges Bild. Am Ende möchte ich es eher quadratisch haben. Ich hab's jetzt, man könnte jetzt natürlich die ganze Seite schon einmal auf was Quadratisches anlegen oder was ich halt gemacht habe, was für den Export am Ende dann auch eigentlich gereicht hat. Ich mache ein, und ich hoffe, ich kriege das jetzt auch wirklich hin, ich mache ein Quadrat einmal mit der Ctrl-Taste, dann ist es wirklich ein Quadrat. Und sagen wir mal, das ist ungefähr die Größe. Es ist jetzt natürlich noch schwarz. Machen wir es vielleicht ein bisschen kleiner. Und jetzt sage ich, ich möchte gerne da drinnen was zugeschnitten haben. Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen probieren. Weil mit diesen Clip-Masken, da muss ich auch immer ein bisschen probieren, bis ich das wieder hinbekomme. Also eine Möglichkeit ist jetzt eine sogenannte Clip Group. Oder machen wir es zuerst einmal weiß, nicht weil schwarz da, da sieht man dann nichts. Ich möchte dann am Ende wieder einen weißen Hintergrund haben. Dazu gibt es Fill and Stroke. Also rechte Maustaste gibt es dann diesen Fill and Stroke Punkt. Dann kann ich sagen, wie soll es gefüllt sein, diese Figur. In dem Fall ist das Quadrat, das ich habe. Wie soll der Rahmen sein? Beim Rahmen sagen wir mal, ich möchte gar nichts haben. Die Füllung sagen wir einmal zurück auf weiß und volle, also nicht transparent, sondern voll opak. Also da sieht man schon, da könnte man sich jetzt so mit Alpha-Effekten spielen. Also wenn du jetzt wirklich jetzt dieses Quadrat nicht als Begrenzung jetzt verwenden würdest, sondern wirklich als Objekt, das du in der Grafik dann haben willst, könnte ich dann so Transparenzeffekte machen. Oder gehen wir vielleicht den Rahmen kurz durch. Ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt einen lila Rahmen drumherum, damit man es hoffentlich besser sieht. Ich noch reinzoomen, dann Stroke Paint. Genau, also Paint wäre jetzt nur die Farbe vom Rahmen, aber wenn ich jetzt einen dickeren Rahmen haben möchte, ist es dann der dritte Tab. Und dann sage ich, gehen wir mal rauf. Gut, schaut es natürlich irgendwie aus, aber es ist jetzt nochmal zum Demonstrieren, was man dann halt als grundlegende Operationen hat. Wenn man jetzt Quadrate, Kreise oder allgemein Polygone hat, dann gibt es da so noch so ein paar komische Icons, die man wechseln kann. Und wenn man jetzt genau hinschaut, hat das dann eine Auswirkung darauf, was er mit der Ecke macht. Also in dem Fall ist es wirklich eine eckige Ecke. In dem Fall ist es so eine, ja, linear interpoliert, weiß ich nicht genau. Also im Prinzip ein Dreieck, das dann da genau im Zentrum den Eckpunkt hat. Oder eine abgerundete Ecke. Kann man sich dann halt spielen, wie man es gerne hätte. Das Gleiche gilt dann auch, wenn man irgendwie so Polygonketten hat, dann merkt man da jetzt keinen Unterschied. Und da gibt es noch ein paar Buttons, die jetzt ein bisschen komisch ausschauen. Aber was da damit gemeint ist, ist jetzt die Reihenfolge, was aufeinander, also in welcher Reihenfolge übereinander gezeichnet werden soll. Das erste Icon bedeutet Fill Stroke Markers. Also zuerst die Füllung, also der weiße Hintergrund in dem Fall jetzt, dann der Rahmen, der Stroke und dann etwaige Marker, zum Beispiel ein Pfeil, den man jetzt wahrscheinlich nur, da jetzt wahrscheinlich gar nicht sieht.
Also man kann auch zum Beispiel Linien zeichnen und dann hat das Ende der Linie dann zum Beispiel seine Pfeilspitze, wie man es halt von manchen anderen Programmen gewohnt ist. Lassen wir das einmal weg. Wenn ich jetzt aber sage, zuerst, also der Marker, wie gesagt, lassen wir mal weg, zuerst die Füllung und dann das Trocknen, dann ist das wieder das Gleiche. Genau. Und wenn ich den mittleren hier nehme, sieht man, dass der Rahmen jetzt auf einmal nur mehr halb so groß ist. Es liegt jetzt daran, dass er zuerst den Rahmen zeichnet und dann den Hintergrund drüber. Und der Rahmen ist in Wirklichkeit, hat zweimal die Breite. Ne? Also die Linie, die du jetzt da in der Mitte siehst, ist quasi wirklich die Mittellinie vom Quadrat und dann geht es ein Stück nach links und ein Stück nach rechts. Der Abstand ist gleich. Und je nachdem, wie du die jetzt übereinander zeichnest, sieht man halt nur die eine Hälfte vom Rahmen oder den gesamten Rahmen. Ne? Damit kann man dann auch schon ein paar nette Transparenzeffekte machen, weil ich könnte jetzt sagen, ich mache es jetzt so und die Füllung mache ich jetzt so halb transparent und dadurch würde jetzt die zweite Hälfte vom Rahmen halt auch so durchscheinen und kann halt auch schon bereits nette Effekte haben. Man kann auch sagen, Blur, das ist dann eine Art Weichzeichnung. Wenn ich sage, ich möchte den Rahmen oder das gesamte Objekt jetzt nicht also hart als Linie gezeichnet haben, sondern er soll das so verwaschen, dann kann man dieses Blur-Tool hier verwenden und sagen, wie schnell. Und das Schöne bei dem ist, es ist jetzt nicht so wie im GIMP, dass das halt einfach gerechnet wird auf ein fixes Raster, sondern ich kann beliebig reinzoomen und es wird immer wie ein perfekter kontinuierlicher Übergang von Violett auf Weiß jetzt ausschauen in dem Fall. Und egal, ob ich das jetzt auf 1024x1024 dann exportiere, dann würde er das halt natürlich rastern auf diese Auflösung. Oder wenn ich es in Postergröße exportieren würde für eine Druckerei, dann hätte dort halt, dann würde halt erst die Druckerei dieses SVG dann halt auf die tatsächliche Pixelgröße des Drucks umrechnen und damit halt immer die optimale Rasterisierung für den Druck machen. Ne? Aber ich brauche mich dann beim Zeichnen nicht weiter darum kümmern. Gut, jetzt lassen wir das mit dem Clipping jetzt einmal fürs Erste. Bild ist einmal schön, jetzt möchte ich einen Schriftzug haben. Dafür gibt es ein, wo war das schnell? Ich finde das dann nie, wenn man es braucht. T ist der Text, genau. Also Bandname, Cold Whisper von uns einmal. Dafür gibt es auch Text and Font, also auch ein Pop-up oder also ein Seitentab, wo man dann sich einen Schriftzug aussuchen kann. Ich überlege jetzt gerade, genau, das war die Schrift, die ich halt auch ausgesucht habe. Also das hat jetzt mit Inkscape nichts zu tun, das ist halt einfach heraussuchen, recherchieren und ausprobieren, welchen Schriftzug du gerne hättest. Dann die Schriftgröße, hätten wir gerne ein bisschen, na, Apple Eye, okay, da kommen wir dann schon in etwa hin. Jetzt frage ich mich gerade, wo das Hintergrundbild ist. Möglicherweise ist das jetzt ein Bug gewesen von Inkscape, dass jetzt das Hintergrundbild kurz verschwunden ist, weil jetzt ist es auf einmal wieder da. Aber sagen wir mal, ein bisschen größer machen wir es vielleicht noch, also 60. Dann, da muss man halt immer auf Apply drücken. Lassen wir das einmal fürs Erste. So, im Gegensatz zu GIMP, wenn ich jetzt mir das gesamte Bild anschaue, also man sieht es jetzt noch nicht so gut, da komme ich gleich zurück. Ich kann wieder natürlich hineinzoomen und es wird immer der TrueType-Font oder der Vektor-Font verwendet. Da sieht man dann sogar die einzelnen Segmentzüge, nicht? Aber egal wie weit ich hineinzoome, ich werde immer eine perfekt scharfe Kante haben. Und deswegen, wenn ich jetzt einen Poster ausdrucke, wo dann ein Ausschnitt so groß aussehen würde, der die ganze Wand bedeckt, hätte ich eine perfekte Kante und ein perfekt gestochen scharfes Bild am Ende. Nicht? Gut, aber das schaut noch nicht ganz so gut aus. Jetzt kann man sich wieder mit Farben spielen, ist wieder der gleiche Schmäh mit Fill Stroke. Das heißt, als Füllung
Ich nehme jetzt einmal irgendwas her, damit es sich etwas einmal vom Hintergrund absetzt. Ist jetzt einmal natürlich irgendeine Farbe, schaut jetzt noch nicht sonderlich gut aus. Man kann auch sagen, ich hätte gerne, damit es auch etwas besser zum Bild passt, ich würde gerne eine Farbe von dem Hintergrundbild picken. Dazu gibt es, wo war das? Pick Color from Image. Genau, das ist so eine kleine Pipette. Und jetzt im finalen Cover habe ich jetzt so einen rostorangen Ton hergenommen. Genau. Dann wäre das auch die Farbe vom Schriftzug prinzipiell einmal. Das reicht natürlich noch nicht, weil das deckt sich jetzt, oder es schlagt sich ein bisschen mit dem Hintergrund, man kann es nicht wirklich gut lesen noch. Schauen wir einmal, wenn wir so einen Stroke dazugeben, nur diesmal halt jetzt nicht unbedingt lila, sondern vielleicht einmal schwarz. Ob es damit ein bisschen besser ausschaut, dann kann man wieder sagen, okay, vielleicht ein bisschen mehr. Nein, also Dash war falsch. Oben ist die Breite. Ob sowas vielleicht besser ausschaut. Ja, minimal. Man kann dann, also das ist halt, wie gesagt, kann man sich stundenlang dann spielen mit Farbgestaltung und Dinge. Aber wichtig ist, dass man halt da diese Bedienelemente vielleicht einmal kennt. Wenn man es auf weiß stellt, ja, okay, schaut auch besser aus, aber es schlagt sich dann wieder mit den weißen Bereichen in den Wolken. Und irgendeine andere Farbe, können wir nur probieren, vielleicht so ein helleres. Das ist was, aber auch wieder fast weiß. Aber irgendwie, also egal, also meine Meinung ist, egal wie du jetzt die Farben einstellst, du wirst immer, es wird sich immer irgendwie mit dem Hintergrund schlagen. Deswegen gibt es dann einen Trick. Ich kopiere das jetzt. Ich paste es, aber bitte so, dass es genau übereinander liegt. So. Es muss jetzt nicht ganz exakt sein, weil was ich jetzt mache, ist, ich mache jetzt einen von dieser Schriftzugkopie, mache jetzt schwarz. Und auch den Hintergrund. Das ist jetzt natürlich der Vordergrund, oder dieser schwarze ist jetzt vor dem Orangen von vorher. Das heißt, ich mache jetzt Page Down, damit ich dieses um einen Layer halt zurückstellen kann. Wenn ich noch einmal Page Down drücke, dann ist es auch hinter dem Hintergrundbild, ne? Dann sieht man jetzt das gar nicht mehr, aber da ist es jetzt genau in der Mitte. Also zwischen dem Hintergrundbild und dem eigentlichen Schriftzug. Und jetzt sage ich, ich verwende jetzt diesen Blur-Effekt, um im Hintergrund so einen Schatten zu produzieren, der dann am Ende dafür sorgen soll, das ist jetzt noch zu wenig, deswegen kann man da auch noch einen Randstift dazugeben und den etwas dicker machen, dadurch wird der Schatten im Hintergrund stärker. Und jetzt schaut es doch schon gar nicht einmal so schlecht aus, weil durch diesen Schatteneffekt wird quasi das Hintergrundbild abgedunkelt und dadurch ist der Kontrast zum hellen Rand des Schriftzuges viel stärker als vorher. Und man kann die Schrift auch deutlich besser lesen natürlich. Ne? Und natürlich gleicher Effekt wie vorher, egal wie ich reinzoome, das wird quasi auf das Hintergrundbild halt drüber gerechnet. Das Hintergrundbild an sich ist natürlich immer noch eine Pixelgrafik, also wenn ich die jetzt auf A0 vergrößere, wird es immer noch entweder als Pixelgrafik da sein oder irgendwie interpoliert sein, aber dieser Schatten wird auf jeden Fall dann immer schön drüber gerechnet. Genauso wie dann die Schrift drauf. Vielleicht noch einmal zum Vergleich. Da gibt es dann noch so eine Seitenansicht, wo man dann die einzelnen Objekte halt ein- und ausschalten kann, damit man so vorher-nachher Vergleiche machen kann. So, wo war das? Ich glaube Objects war es. Also Objects. Da sieht man jetzt, ich habe einen Layer, wo ein Image ist. Das kann ich dann mit dem Icon quasi unsichtbar machen oder wieder sichtbar machen und vielleicht zum Gestalten, also ob dann der Schatten wirklich jetzt zum Schrift passt und jetzt ungefähr die Größe hat oder die Dicke hat, wie auch immer, die man gern hätte, schaut man sich vielleicht einmal ohne dem Bild an.
In dem Fall passt das halbwegs gut, denke ich. Und jetzt, wenn man den Schatten wegblendet, da sieht man jetzt den Unterschied. Ne? Also vorher, bevor wir jetzt mit dem Schatteneffekt gearbeitet haben, schaut so aus, mit Schatteneffekt schaut so aus. Und man kann es halt deutlich besser lesen natürlich. Ne? Was halt auch ein Ziel war. Also ein ganz primitiver Trick. Ich habe es nur nicht geschafft, jetzt diese beiden Effekte, also einerseits einen scharfen Schriftzug im Vordergrund und gleichzeitig einen Schatten, der so geblurrt ist, im Hintergrund jetzt zu machen, ohne dass ich diesen Schriftzug kopieren muss und das als zweites Objekt im Hintergrund hätte. Denkbar wäre auch sowas, dass ich sage, halt, ich verschiebe jetzt den Schrift und der Schatten ist jetzt nicht exakt im Original, sondern leicht versetzt. Das kann vielleicht auch gut ausschauen, je nachdem. In meinem Fall war es mir lieber, wenn es halbwegs übereinander passt. Ja. Und das Gleiche kann man jetzt auch mit dem Albumtitel machen. Und das fertige Ergebnis. Close. Schaut dann am Ende so aus. Also einfach der Albumtitel und ist wieder der gleiche Schmäh. Also zuerst eine Auswahl einer geeigneten Schriftart. In dem Fall habe ich mich für Weiß entschieden. Und da ist der gleiche Trick wieder. Also wenn ich den Schatten weglassen würde, schaut die Schrift an sich zwar gut aus, aber zusammen mit dem Hintergrund ist es eher mau, weil da halt diese Steine zu viel, Rauschen will ich jetzt nicht sagen, aber zu viel Unruhe macht und dadurch kann man die Schriften selbst nicht mehr so gut lesen. Und mit dem Abschattungseffekt sieht man immer noch die Scheine durch, aber dadurch, dass es abgedunkelt ist, ist auf einmal die Schrift viel besser zu lesen. Das Gleiche gilt auch hier mit dem Bandtitel. Okay, in Wirklichkeit war es halt ein bisschen ein anderer Farbton, für den ich mich dann entschieden habe und auch eine hellere Variante davon für den Rahmen drumherum. Und auch wieder mit diesem Trick von früher, dass ich jetzt eigentlich sogar zwei Rahmen habe, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Rahmen. Der Unterschied ist nur, dass die Hauptfüllung ein leicht transparent ist. Und man sieht es da zum Beispiel, das hat mir dann auch irgendwie gefallen, wenn ein ganz klein wenig die Wolken vom Hintergrund durchscheinen. Obwohl die Schrift da ist, es fällt vielleicht jetzt so gar nicht auf, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, es schaut noch einmal ein bisschen lebendiger aus, wenn ein bisschen da die Wolken vom Hintergrund durchscheinen. Genau, also das waren jetzt schon einmal die wichtigsten Tools, um einmal so einfache Grafiken zu machen. Was gibt es da noch bei der Seite? Also das erste Icon ist halt die Sichtbarkeit, dann man kann auch mit mehreren Layers natürlich arbeiten, also ähnlich wie in GIMP. So, wo war der schnell? Layer, Add Layer, dann kann ich sagen, okay, ich habe auf einem Layer zum Beispiel den oberen Schriftzug, auf dem zweiten Layer den unteren oder wie auch immer du das halt organisieren willst. Ich kann dann halt den ganzen Layer abschalten oder nur einzelne Objekte aus dem Layer, wenn man da diesen Graph aufklappt. Also da habe ich jetzt wirklich für jedes Objekt halt einen eigenen Layer gemacht, weil ich es halt nicht besser gewusst habe damals. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch den Schriftzug und den Schatten einfach nur in einen Layer tun, damit es auch leichter bei der Hand ist. Aber es ist dann halt auch Spielerei und Erfahrung, die man dann halt sammeln muss, wie es dann halt für den eigenen Anwendungsfall halt gerade am besten geeignet ist. Dieses Schloss-Icon ist vielleicht noch ganz praktisch zu erwähnen, wenn das aktiv ist. Und ich aktiviere es einmal für den ganzen Layer. Dann kann ich da diesen Schriftzug nicht mehr fangen und verschieben. Ich kann dann jetzt nur mehr den Hintergrund verschieben. Aber dieses Schloss bedeutet Lock. Das heißt, alle Objekte, die jetzt auf diesem Layer sind, sind dann gelockt und ich kann es nicht irrtümlich modifizieren. Also sprich jetzt die Farbe ändern, verschieben, löschen, was auch immer. Es sei denn, ich tue es wieder anlocken und dann kann ich erst wieder den Schriftzug nehmen und verschieben. Ist auch manchmal praktisch oder gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Und das daneben, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, was das ist, weil ich bin jetzt auch kein Inkscape-Profi, ich habe es jetzt auch wirklich nur dafür verwendet damals und möchte das jetzt auch auf Einsteigerniveau
lassen. Ich überlege jetzt gerade noch, wie ich den Zuschnitt gemacht habe. Also das ist jetzt, den Hintergrund habe ich, glaube ich, oder das Layout von der Page selber, das ist dieser schwarze Rahmen mit weißem Hintergrund. Ich glaube, den habe ich initial schon quadratisch gemacht, also dass er statt A4 halt irgendein quadratisches Format ist, wo ich dann dieses Bild hineingesetzt habe. Aber ich muss jetzt selber wieder schauen, wie ich das zugeschnitten habe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also das ist dieser Background Layer, okay. Also ich vermute, es ist irgendeine Art von Clip-Maske drauf. Okay, also Live-Effekt jetzt natürlich. Ich probiere es einfach noch einmal von vorne, indem ich jetzt noch einmal einen Ausschnitt davon machen würde. Sagen wir mal ein kleiner rechteckiger. Wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube sowas, dass ich die beiden markieren muss und dann sage Set Clip. Genau, sowas. Das heißt, diese Clip-Maske funktioniert nur, wenn du tatsächlich beide Objekte markierst und dann diese Set-Clip-Funktion, ich wiederhole es noch einmal, also die Maske, die ich jetzt habe, also da ist jetzt egal, ob die jetzt schwarz oder weiß ist, die muss drüber liegen, dann sage ich, okay, das ist der Ausschnitt, den ich haben will, dann ist vielleicht hilfreich dieses Alpha-Ding von vorher, damit man sieht, was ich eigentlich ausschneide, sagen wir mal Object Properties, also Stroke and Fill and Stroke. Ich sage jetzt einfach einmal, das soll jetzt so halbtransparent sein, dass ich halt ungefähr sehe, wo bin ich da jetzt überhaupt mit dem Ausschnitt. Und dann sage ich, markiere den Hintergrund dann mit und dann sage ich Set Clip. Und dann ist das genau der Ausschnitt, also das zugeschnittene Objekt. Das ist wahrscheinlich die einfachste Methode. Es gibt dann noch eine Create Clip Group. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin bei der Vorstellung, weil war jetzt für mich auch am Anfang etwas schwer zu verstehen. Du kannst jetzt ein beliebiges Objekt, das jetzt meinen Rahmen darstellt, hernehmen und sagen, ich möchte da drinnen eine Clip Group haben. Das alleine hat jetzt noch keinen Effekt. Ich kann jetzt aber sagen, ich nehme den Hintergrund, schneide ihn einmal weg, dann sage ich auf dieses Objekt, so, wie war das schnell, oder war das da unten? Na, so war es nicht. Enter Group, genau, der letzte Menüpunkt unten ist es. Ich hoffe, ihr seht das noch auf dem Schirm. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt innerhalb von dieser sogenannten Clip Group was zeichnen will, muss ich dort hineingehen mit diesem rechten Maustaste im Menüpunkt. Und wenn ich jetzt ein Ctrl-V mache von dem Bild, dann wird auch quasi rundherum das abgeschnitten. Aber der Unterschied ist, ich kann das Hintergrundbild jetzt noch frei bewegen. Also falls mir der Ausschnitt nicht passt oder ich dann höchstwahrscheinlich noch Änderungen machen will, dann kann ich das in dieser Variante jederzeit machen. Es ist vielleicht nur jetzt von der Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig, weil man halt in diese Clip-Group hineingehen, weil man das halt verstanden haben muss, damit man dann halt in der richtigen Ebene halt arbeitet, nicht? Und nicht auf dem äußeren Arbeitsblatt. Genauso, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Kreisobjekt dazu, das zusätzlich noch ist, dann gilt da genau das Gleiche. Wenn ich es in dieser Clipgruppe mache und ich versuche das jetzt hinauszuschieben, dann verschwindet es natürlich, weil da ja genau die Grenze ist. Und wenn ich jetzt doch außerhalb haben möchte, dann muss ich da unten bei diesem Pop-up halt wieder auf den Background Layer switchen. Und wenn ich jetzt einen Kreis zeichnen würde, dann überdeckt der jetzt sowohl den weißen Hintergrund vom gesamten Layer als auch dieses Objekt, wo dann halt der Hintergrund und der andere Kreis drinnen verdeckt sind. Und wenn ich jetzt das zurücksetze, wird es halt jetzt von diesem Rechteck überschrieben oder überzeichnet und so ist der gelbe im Vordergrund. Und halt auch, man kann halt mit jedem Objekt im Prinzip immer dann diese Blur- und
und Opacity-Effekte machen. Das ist halt etwas, was sehr nett ist. Vielleicht noch einfach als Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt irgendwie sowas wie eine simple Kugel machen. Ich tue da jetzt einmal die... Also auf 100, also ich möchte es komplett sehen. Das Blurring tue ich einmal ganz weg. Stroke Paint, also den Rahmen tue ich einmal weg. Die Farbe, ja, sagen wir mal so. Und angenommen, ich möchte jetzt irgendwie so einen Kugelbeleuchtungseffekt simulieren, ohne dass man jetzt gleich irgendwie ein 3D-Modeling oder Raytracing oder solche Geschichten macht, dann kann ich den gleichen Schmäh wie vorher verwenden. Also ich zeichne einfach einen Kreis drüber. Jetzt hat er natürlich noch die gleiche Farbe. Jetzt mache ich ihn weiß, vielleicht ein bisschen größer, und jetzt verwende ich diesen Blur-Effekt. Oder optional auch kombiniert mit diesem Opacity, wenn er mich lässt. Wenn ich den Strich da genau erwische. Also so wird es halt etwas transparenter, so ist es etwas heller. Wenn man die Kugel halt generell größer macht, ist dieser Lichtpunkt halt größer. Und so könnte man auf den ersten Blick jetzt sagen, ja, schaut ganz geil aus, Raytracing. Nein, überhaupt nicht, einfach nur zwei Kreise und so ein Unschärfefilter, der halt einfach Teil vom SVG-Standard ist. Genau, dann SVG vielleicht Stichwort, wenn man das Ganze speichert, ist das Dateiformat SVG, es bedeutet Scalable Vector Graphics, ist eigentlich ein Standardformat. Und wenn man jetzt nicht zu advanced Features verwendet, können das auch Webbrowser oder verschiedene andere Programme auch darstellen. Genau, ich habe schon die Info bekommen wegen den 15 Minuten. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Folien, einfach verschiedene Programme, die es halt sonst noch gibt, als Zusammenfassung. Also GIMP kennt, denke ich, jeder, wenn es halt um Fotonachbearbeitungen oder allgemein Pixelgrafik geht. Auch vielleicht ganz nett zu wissen, Convert aus der Image Magic Paket, das ist im Prinzip das, was FFmpeg für Videos ist oder SOX für Audio. Das ist ein Command-Line-Tool, mit dem du auch praktisch alles machen kannst. Also von Format umändern, skalieren, rotieren, irgendwelche Farbfilter drauf anwenden. Das ist insbesondere dann interessant, wenn du den Fall hast, du hast irgendwie 200 Fotos und du möchtest für alle 200 eine bestimmte Verarbeitungskette machen. Also zum Beispiel verkleinern, rotieren und das JPEG mit 60% Qualität speichern. Dann kannst du das natürlich einzeln im GIMP machen, aber da wirst halt nebenbei sehr alt und das ist sehr langweilig. Oder man setzt sich ein paar Minuten hin und versucht halt die Convert-Kommandozeilen-Optionen herauszukratzen und dann geht das für beliebig viele Bilder. In Stichwort Vektorgrafik, also Inkscape, wie gezeigt, Dia möchte ich vielleicht noch kurz herzeigen, hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Was da anders ist, ist, es gibt so etwas wie eine Objektbibliothek, sagen wir es einmal so. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wo war das? Circuit heißt das, glaube ich, ja. Also ich könnte jetzt hergehen und zum Beispiel so elektrische Schaltungen mir zusammenklicken, ganz primitiv, und dann halt mit Linien verbinden. So, jetzt habe ich das nicht genau getroffen. Na, komm, ich möchte genau den Eckpunkt da erwischen. Das heißt, jedes Objekt in dir hat halt solche Ankerpunkte, die da jetzt grün markiert sind, und ich kann auf den Ankerpunkten halt zum Beispiel Linien draufpappen. Und hat dann den Vorteil, dass ich halt, wenn ich ein Objekt verschiebe, sich die Linien einfach mit verändern. Weiß jetzt nicht, ob Inkscape auch sowas hat. Uns geht, glaube ich, die Zeit davon, dass wir es jetzt schnell ausprobieren. Aber gerade wenn man so solche Grafiken ganz schnell zeichnen will, mit etwas mehr als Kreis, Rechteck oder Polygon, wo man halt irgendwie so eine Art Symbole schon verwenden will, man nimmt, glaube ich, da kurz auf, also da gibt es halt alles Mögliche, so für Netzwerkdiagramme und
oder so Puzzleteile, wenn man solchen Dingen sich spielen will. Also da gibt es einiges. Wie gesagt, für so kleine 0815-Zeichnungen ist für mich dann meistens das Tool der Wahl. Nur mit solchen Transparenz- und Blur-Effekten schaut es halt in die ja dann eher schlecht aus, weil dafür ist das halt einfach nicht gebaut. Krita sei vielleicht noch erwähnt, das kommt jetzt aus der KDE-Ecke und das ist auch so ein Versuch, jetzt Pixel- und Vektorgrafiken zu kombinieren. Mache jetzt nicht extra auf. Natürlich gibt es dann auch so spezielle Anwendungsfälle, also jetzt dieses Elektronik-Beispiel von vorher, wenn du jetzt dir vorstellst, okay, ich möchte jetzt irgendeine Schaltung zeichnen, aber ich möchte dann in weiterer Folge das auch als Platinen-Layout machen lassen, dann wirst du eher nicht DIA verwenden, sondern dann wirst du eher auch eine Software nehmen wollen, die dann diese beiden Welten miteinander verbindet und dann ist KiCad zum Beispiel eine Wahl, wo du sagst, du fängst mit einem Schaltungszeichnung an und lass das später halt in ein Platinen-Layout überführen, wo dann im Hintergrund zum Beispiel das Programm weiß, okay, der Transistor hat dieses Gehäuse, damit hat es diese drei Pins und die sind so und so viele Millimeter voneinander entfernt und dann weißt du im Platinen-Layout genau, wo die Löcher dann sein müssen, ohne dass du das selber dann ja, jeden Lötpunkt extra zeichnen musst. Scribus sei vielleicht noch erwähnt, wenn du eher Richtung Desktop-Publishing gehst. Also zum Beispiel, also ein Template, was da dabei ist, zum Beispiel eine Speisekarte für ein Restaurant oder irgendein Poster, so wie das da hinten, dann ist Scribus vielleicht die bessere Wahl, weil du dann halt auch da mehr Gestaltungsfeatures hast. Aber im Hintergrund ist es, glaube ich, auch wieder vektorbasiert, also was er dann am Ende wieder ermöglicht, das beliebig groß ausdrucken zu lassen. Und wenn es ganz fancy wird, also Richtung 3D-Modellierung, wo du dann halt auch Kamera, Lichteffekte, Raytracing und was auch immer machen willst, dann ist wahrscheinlich Blender die erste Wahl, also in der Open-Source-Welt zumindest. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, also es gibt da sicher noch zig andere Programme, aber das sind die, die ich halt am ehesten auf dem Radar habe und die jetzt auch einen professionellen oder guten bis sehr professionellen Eindruck machen. Und damit bin ich auch schon am Ende. Bitte Feedback geben auf diesen Link und ich bin dann offen für Fragen. Ja, bitte. Ich habe zwei Fragen. Das ist eine schon Vektorgrafik, die jetzt da probiert, der JPEG 5, also wie es von einem Ding erkennt oder von einem Smartphone rauskommt, in X-Cape zu importieren, ja, um das SVG abzuspeichern und das Shiny zu geben, dass der dann. Okay. Also die Frage war, man nehme ein JPEG-Bild von einem Handy zum Beispiel und man möchte das dann als SVG speichern. Ja, es ist schwierig, also man kann... ...denken, wie die richtigen Seiten mit Word und zum Beispiel auf CorelDRAW gab es ein Programm, der nennt sich CorelTrace, also ich habe vor 20 Jahren ein bisschen Desktop-Publishing gemacht und so. Und CorelTrace, da nimmt Layer zum Beispiel einen Baum und dann ein grünes Objekt und dann ein zum Beispiel ein Apfel, ein rotes Objekt, aber das wird nie so perfekt, dass man dann kann skalieren auf große, zum Beispiel, wenn man möchte, man JPEG von 800 Pixel auf 6000 Pixel skalieren, dann das ist sehr schwer mit Tracing. Vielleicht ist es besser, ein AI-Upscale-Programm zu machen. Okay, Entschuldigung, ich unterbreche jetzt, Entschuldigung, eine nette Antwort, aber die Antwort hört man jetzt wahrscheinlich auf dem Stream nicht. Also Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Also erste Frage ist, was willst du jetzt eigentlich erreichen? Also willst du dir JPEG als SVG speichern? Das alleine macht ja eigentlich wenig Sinn, weil deswegen ist es ja immer noch eine Pixelgrafik im Hintergrund. Es gibt die Möglichkeit, ich zeige es dir da, man kann schon im SVG dann sagen, er soll importierte Bilder also einbetten. Deswegen ist zum Beispiel von meinem Cover das SVG-File 3,2 Megabyte groß und weil es eben das Hintergrundbild, das 2,7 Megabyte groß ist, einbettet. Das geht schon, aber deswegen wird es nicht automatisch, wie sagt man,
in eine Vektorgrafik umgewandelt. Also wenn es jetzt ein Foto von einer Grafik wäre, wie da hinten, nur weil ich es jetzt importiere, heißt das nicht, dass der jetzt erkennt, okay, da ist ein Luftballon, das ist ein Kreis mit irgendeinem Lichtschatteneffekt, was auch immer. Das passiert so nicht automatisch. Da habe ich jetzt selbst keine Erfahrung. Also wenn es jetzt geht darum, aus irgendeinem Foto oder einem Scan jetzt eine Vektorgrafik zu erstellen, rückblickend. Also du machst irgendwo ein Foto oder eine Zeichnung von einem Logo und möchtest das in eine Vektorgrafik überführen. Der manuelle Weg ist sicher der erste, dass du sagst, du importierst das Bild, aber dann machst du halt händisch eine Linienzeichnung und tust halt irgendwie die Schriftzüge mit der Hand nachführen oder irgendwelche Logo-Zeichnungen halt dann mit Rechtecken oder Bézier-Kurven halt versuchen anzunähern. Und dann, wenn du das Hintergrundbild entfernst, bleibt dann der handgezeichnete Schriftzug über oder das handgezeichnete Logo über. Inwieweit da jetzt Automatismen gibt, dass du sagst, du hast irgendwie ein Tool und du schiebst das JPEG rein, das eine Schwarz-Weiß-Grafik ist und am Ende kommt dann ein SVG raus mit den Splines, weiß ich jetzt nicht. Ja, da habe ich jetzt keine Erfahrung. Es gibt auch Seiten, wo kann man Text hochladen und dann sagt die Seite, das kommt, das und dann möchte man ein Logo nachmachen. Ja klar, also wenn man jetzt Richtung Online Tools geht, da gibt es wahrscheinlich auch, also jetzt von OCR angefangen bis hin zu was auch immer, gibt es sicher genug. Es kommt auch immer darauf an, was du wirklich vorhast, ja, und was dein Ziel ist. Frage, ja, okay. CRT oder Hausbau, also ich habe da Sweet Home 3D, also das Unternehmen, was ist da? Also Frage war Richtung Hausbau, tut mir leid. Habe ich jetzt keine Erfahrung. So wie die AutoCAD von es gibt ein, es ist wie AutoCAD, also alle Kommandanten sind 1 zu 1. Ja. Aber also, es ist nicht kostenlos, und Open Source kostet etwa 100 Euro pro Jahr. Okay, also Antwort war aus dem Publikum, also so etwas wie AutoCAD gibt es natürlich, aber jetzt in einer freien Version oder als alternative Software eher schwierig. Hast du jetzt einen konkreten Namen genannt? Okay, also schaut noch nach, wie es heißt, aber auf die Schnelle fällt mir da jetzt nichts ein. Ich bilde mir ein, aber ich nagel mich jetzt bitte nicht darauf fest, dass es, glaube ich, schon in der KDE-Welt so eine Art CAD-Tool gibt. Aber ich müsste jetzt auch nachrecherchieren. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwas verwechsel im Kopf. Also ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten. Okay, Entschuldigung, wie war das, der Name des Tools noch einmal? Draftzeit. Und Dassault Systems, die machen auch so ein Tools, aber es ist ein kommerzielles Produkt. Okay, also Draftzeit. Also Draftzeit, ein kommerzielles Produkt, also nicht freie Software. Kostenlos, aber jetzt kostet 100 Euro. Ja, was auch immer. Also. Die FreeCAD und die sind noch nicht da. FreeCAD war, glaube ich, das, an was ich mich geglaubt habe zu erinnern, aber inwieweit oder für welche Dinge man es jetzt wirklich gut verwenden kann, da habe ich genau null Erfahrung. Also, ja, okay. Ich habe eine Seite Alternative to, wo man kann auch alternative Programme finden, zum Beispiel. Ja. Okay, andere Frage noch? Jemand? Okay, dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns vielleicht spätestens nächstes Jahr. Danke.